Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 9.11.2020. Ich habe die Haare hier vor, weil ich hier eine Mitesser habe, oder mehrere besser gesagt. Und das sieht maximal eklig aus. Und deswegen muss ich das etwas abdecken. Ich nehme wieder Antibiotika, deswegen sieht meine Haut so aus, weil ich darauf reagiere. Heute gab es das Gespräch mit Kerstin nicht. Ich war heute wieder alleine mit meinen Eltern. Es wird noch ein paar Tage so sein. Am Mittwoch möchte ich mit Kerstin telefonieren. Christoph hat sich noch immer nicht gemeldet. Ich glaube, der hat eine andere Handynummer. Da muss jetzt Mama dann mal anrufen, weil ich habe seine Ordinationsnummer nicht. Sonst gibt's nicht viel Neues. Das Wetter ist momentan eher schlecht. Es ist extrem kalt und feucht draußen, was meinem Vater und mir nicht so gut tut in der Lunge. Er ist Allergiker und ich habe Asthma gehabt als Kind. Und das ist das Wetter nicht so toll zum Rausgehen. Und ja, sonst fällt mir eigentlich nicht sein. Ich habe euch gestern die Corona-Zahlen genannt. Wahrscheinlich sind sie schon wieder gestiegen. Aber naja. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Ich möchte alles tun, damit ich verhindere, dass ich ins Krankenhaus komme die nächste Zeit, weil überhaupt kein Besuch mehr gestattet ist. Und es wird abgewartet, ob momentan auch die Schulen wieder geschlossen werden, weil immer mehr Kinder sich an Corona infizieren. Und sonst sitzen sie mit der Jacke in der Klasse, weil gelüftet werden muss. Alle 15 Minuten. Und das ist halt auch nicht ideal. Und ja, sieht momentan nicht gut aus, was die Corona-Infektionen angeht. Aber das habe ich gestern gesagt. Na gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.